So, ja, hallo Freunde. Alpha 156, V624V, GTA 147. Wie auch immer. Ihr wisst, welche Maschine das ist. Und davon jetzt der zweite Teil, weil eben, was soll ich sagen, falsche Taste gedrückt. Also, hier oben ist man dann soweit fertig. Wir hatten gesagt, wir haben da hier das Rohr aus dem Weg mit dem Ölwärmetauscher. So, und dann muss man dann halt wieder hier hin. Ihr seht jetzt, hier ist so das Federbein und hier ist die Gabel. Ne? Den Bolzen von der Gabel müsst ihr losmachen. So, und dann ist hier, seht ihr mal, dieser Achsschenkel, ne? Der hoch und runter gehen kann. Ne? Das ist das Teil hier am Ende. So, den müsst ihr auch losmachen. Wenn das der Fall ist, tut ihr hier vorher einen Wagenheber unter. Macht die Schraube dann langsam los und dann merkt ihr schon, ja, dass das keine dicke Sache ist. Ne? Die Schraube geht leicht ab und das lässt sich auch normalerweise leicht lösen. Also ich hatte null Probleme. So, wenn das der Fall ist, dann kann man nämlich später, wie hier, das Teil abrücken. Vorher nämlich nicht. Und da kommen wir gleich zu dieser Sache, dass man, bevor man das hier löst, eventuell hier die 6 Schrauben löst. Ne? Das ist ein Imbo. Wipp, 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 wipp. Macht man das kurz los? Hier, ich habe extra noch die Bremsscheibe abgebaut. Ich glaube nicht, dass man sie abbauen müsste. Sie hätte auch dranbleiben können. Die Schläuche, die hier noch so geklammert sind, die kann man ja alle abmachen und dann hätte das hier mit Sicherheit genug Platz. Muss man sehen. Ich hab alle Kabelstecker abgemacht. Das ist keine dicke Sache. Und die Bremsanlage wieder ranzumachen, ist auch keine dicke Sache. Ich habe es nur abgemacht. Man muss das wahrscheinlich nicht. Und hier ist normalerweise noch ein Hilfsrahmen dran. Den zeige ich einmal kurz. So, das ist der Hilfsrahmen. Der ist befestigt mit den 3 Imbos. Und daran ist der Hilfsrahmen befestigt vom Generator. Ihr wisst, da ist der Generator. Der Generator ist an einem Hilfsrahmen. Und der Hilfsrahmen ist hier mit dran auch noch befestigt. Ich habe es aus dem Weg genommen, weil ich ihn ja versucht habe, auch durchs Rathaus rauszuholen. Was ist unmöglich? Ne? Also ihr braucht diesen Hilfsrahmen höchstwahrscheinlich nicht abbauen. Wenn man dann von der Antriebswelle die 6 Imbus rausgemacht hat, die sehen also so aus, ne? Dann seht ihr da 3 Schrauben am Ölfilterflansch. Das ist der auch gleichzeitig die Führung für die Zwischenwelle, wisst ihr? Wenn ihr die 3 Schrauben gelöst habt, das sind glaube ich 10er. 10er Schrauben. Wenn ihr sie gelöst habt, dann ist die Welle nur noch mit einem Lager in diesem dicken Lagersitz drin. Seht ihr da den Lagersitz? Also ihr kriegt die Welle, kriegt ihr nicht mit der Hand einfach so aus dem Getriebe rausgezogen. Ihr wisst, ihr habt vorher das Getriebeöl schon abgelassen, alles prima. Ihr habt die 3 Schrauben, habt ihr gelöst. Dann nehmt ihr eine Verlängerung, ein langes Eisen, ein Stegeisen oder so, setzt unterm Wagen von der Fahrerseite aus gesehen, unterm Wagen liegend auf dem Flansch von der Antriebswelle, also von der Zwischenwelle, und klopft sie so vorsichtig, langsam, tok tok, aus dem Getriebe heraus. Besser gesagt, aus ihrem Lagersitz. Die Welle wird mit dem Lager aus diesem Sitz rausgemacht. Später muss man das auch wieder wissen, wie man es wieder reinbekommt. Ne? Also man kann das nicht einfach so reintun und das ist dann einfach so drin. Man muss das tok 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 rein tockern. Und das mit sehr, sehr viel Bedacht. Ja, gut, dann kann man schon den Generator losmachen. Das sind dann einfach hier die Schrauben, an die man gut rankommt. Da oben auch. Man muss später, also nehmen wir an, der Generator ist schon gelöst. Ne? Da macht man noch, seht ihr da die Mutter? Da ist normalerweise der Ölfilter drauf. Den Ölfilter macht man natürlich auch runter. Und dann den Ölfilterflansch, den ich gezeigt hatte, den macht man dann auch noch runter. Hatte ich den gezeigt? Den Ölfilterflansch? Ja. Den, besser gesagt, den Ölwärmetauscher. Ölfilterflansch ist das, was noch dran ist. So, und da ist ja diese Mutter. Ich glaube, das ist eine 28er. Ein Ringschlüssel habe ich, glaube ich, dafür genommen, um die zu lösen. Na, und dann ist da einfach der Ölwärmetauscher drauf und den kann man dann einfach abziehen, wenn die Schläuche, der eine Schlauch oben gelöst ist und ab ist, dann kann man den Ölwärmetauscher vorsichtig runterziehen. Mit der Hand. Das geht also sehr einfach. Oder relativ einfach, ne?
So, dann kann man ja die Generatorschrauben losmachen. Und dann geht es eigentlich schon daran, den Motor abzustützen. Ne, an der Seite und unter dem Getriebe, damit man das Motorlager entfernen kann. Das könnte man eigentlich schon entfernen. Nö, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Das hintere Motorlager zu entfernen, das also abzustützen. Denn hier das Motorlager auf der Beifahrerseite entfernen. Ne? Also hier oben die drei Schrauben, die da sind, das sind glaube ich 13er. Kurz losmachen. Das kann man mit einem Schlagschrauber machen. Und mit einer langen Verlängerung, da kommt man also gut ran. Ne? Und dann auch hier vorher noch die Mutter lösen, damit das hier runterkommt, was abgestützt ist. Ne? Ihr wisst hoffentlich, wie man einen Motor runterlässt. So, mal überlegen. Ja, bevor man hier an der Seite arbeitet, kann man auch schon den Keilrippenriemen abmachen, also den Nebenaggregateriemen. Der ist im Weg, also den kann man abmachen. Da ist ja sowieso der Generator dran, den muss man sowieso abmachen. Also ihr wisst, also hier ist der Spanner, ein 15er Schlüssel anlegen, einen gekröpften Ringschlüssel, der ein bisschen lang ist, und dann kann man ihn so runter machen und entspannen. Gegen den Uhrzeigersinn. So, der Öl-Wärmetauscher ist draußen. Die Welle ist abgerückt, indem man da die zwei Schrauben löst und vielleicht die Bremsanlage losmacht oder auch nicht. Die Zwischenwelle hat man rausgeklopft, tok tok. Das ist ziemlich leicht. Ja, den Generator hat man gelöst und die obere Schraube vom Generator kriegt man dann los, indem man dieses Lager entfernt. Ne? Das Motorlager mit den drei Schrauben, was ich gesagt habe, abmachen, den Motor hochpumpen, hochpumpen, hochpumpen. Das ist wirklich viel hochpumpen. Und dann ist da oben im Zwischenraum eine Mulde. Da kann man dann den Bolzen wirklich rausholen. Aber solange der Bolzen noch auf die schräge Mulde trifft, geht er nicht raus. Also man muss schon ein bisschen höher, 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 und sobald er oben angekommen ist, geht der Bolzen dann raus. Das ist also eine ziemlich einfache Sache. Das ist nur pumpen, 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 pumpen. Der Motor ist oben, wieder rausholen. Eine Sache von einer Minute. Ja. So, dann macht man vom Generator den Hilfsrahmen ab und legt den hier irgendwo hin. Ja, hier. Also hier ist der Hilfsrahmen. Wisst ihr, ist der Generator denn angeschraubt? Den Hilfsrahmen kann man schon rausnehmen. Hier ist normalerweise noch dieser andere Hilfsträger, den ich euch eben gezeigt hatte, mit den drei Schrauben hier dran befestigt. Der kann normalerweise dranbleiben. Weil jetzt müsste der Generator schon so weit, wie man jetzt gearbeitet hat, kann man den Generator hier so hochnehmen, hier über den Ölfilterflansch rüberlegen und da hinten, ne, bis nach hinten hin, kann man ihn hier so rüberrücken. Und dann ein Stück hoch und dann wieder zurück und dann ist man oben an der Stelle, die ich letztes Mal gezeigt hatte, wo ich den Generator einfach rausnehmen konnte. Und das ist eigentlich hier. Genau hier an der Stelle seht ihr hier so die Mulde, die hier ist. An der Stelle kommt er dann raus. Das also hier sind die beiden Schrauben. Hier ist die Mulde. Da kriegt man ihn raus. Und ihr habt gesehen, das ist, wenn ich jetzt mal durchrechne, wie lange ich bräuchte, um die paar Sachen jetzt abzuschrauben, gezielt, um mich um nichts anderes kümmern. Das, 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 das. Dann sind das keine 2 Stunden und ich habe den Generator in der Hand. Wahrscheinlich eher 1,5 Stunden. Das ist ein Klacks. Motor ausbauen, wieder einbauen. Das dauert ja einen Tag und nächsten Tag finisht man das denn. 1,5 Tage. Aber das ist wirklich eine schnelle Sache. Ach ja, und dann, ja, heißt das nur noch, guck ja. Wie weit, ich brauchte ihn nicht weit nach vorne machen, den Motor. Ne? Ihr seht, hier ist sie gerade, ein bisschen versetzt. Und die Position ist ungefähr, also so. Ich versuche mal das Video so zu halten, wie ungefähr der Winkel ist. So, also leicht geneigt. Und ein Stück nach vorne. Und das war's denn schon. Wahrscheinlich ist der Motor normalerweise mehr so. Oder vielleicht gerade, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist er weiter hinten. Und hier ist definitiv mehr Platz. Also der Motor ist auch ein Stück weiter hier rüber gekommen. Abrücken ließ sich der Motor, als der Generator noch hier drin war.
an der Stelle. Da habe ich dann ein langes Eisen genommen. Oder hier sowas. Ne? Irgendwas, was man hier so dazwischen halten kann. Und dann kann man so ein bisschen drücken. Ihr wisst schon, Hebelgesetz. Ne? Da muss man nicht viel Kraft aufwenden. Und da der Wagenheber so positioniert ist, dass ich die Rollen so gemacht habe, schlauerweise vorher, und nicht quergestellt habe, bewegt sich der Motor dann halt auch nur in der Richtung so ein bisschen. Wisst ihr? Man muss das natürlich voll im Auge behalten. Und ja, dann ist es keine dicke Sache. Wir hier jetzt keine Lachkrämpfe kriegen, weil mir der Typ einfiel in England. Ich habe ein Video gesehen, Lima-Ausbau am GTA und in die Gesichter der Werkstattmeister. Und das ist so einfach, so simpel.